Die digitale Technik verändert auch die analoge Welt. An den Schnittstellen zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz entstehen Übergänge mit Konfliktpotenzial. Der Rechtswissenschaftler Moritz Hennemann hilft dabei, autonome Systeme reibungslos in die analoge Welt zu integrieren. Wir hier am Institut für Medien- und Informationsrecht befassen uns insgesamt damit mit Rechtsfragen, die durch die Digitalisierung bedingt sind. Sind die aktuellen rechtlichen Regelungen, wie wir sie haben, tauglich, um auch neue Phänomene adäquat zu erfassen, oder brauchen wir neue Regelungen? Beispiel selbstfahrende Autos. Bei einem Unfall fragen sich die Geschädigten, wen sie zur Rechenschaft ziehen könnten. Möglich sind bis jetzt Hersteller, Programmierer, Verkäufer oder Betreiber. Eine neue Idee wäre, dass das Unfallauto selbst schuld ist. Es gibt momentan in der Rechtswissenschaft in der Tat eine große Debatte darüber, ob und insbesondere auch in welchem Umfang autonome Systeme eine eigene Rechtsfähigkeit, zumindest eine Teilrechtsfähigkeit erhalten, damit man gegen ein solches Fahrzeug, das dann vielleicht mit einer bestimmten Haftungssumme ausgestattet wäre, man seine Schäden liquidieren könnte. Das ist noch Zukunftsmusik, aber der Rechtswissenschaftler geht ohnehin davon aus, dass die Nutzer autonomer Systeme nur selten für Schäden haftbar gemacht werden dürften. Wenn wir uns ein zukünftiges Szenario vorstellen, in dem solche autonomen Fahrzeuge nur noch genutzt werden würden, so wie wir heute ein Taxi nutzen, also eine Fremddienstleistung in Anspruch nehmen, dann ist es in Zukunft eher so, dass der Nutzer nur noch den Zugang zu einem solchen Fahrzeug erwirbt und wahrscheinlich nicht mehr unbedingt das Eigentum. Ähnlich wäre das bei kleineren autonomen Geräten. Rasenmäher oder Staubsauger bewegen sich frei im vorgegebenen Raum und der Benutzer kann darauf zählen, dass sie nicht versuchen auszubüchsen. Die vielfältigen Haushaltshelfer, die wir heutzutage einsetzen, wie auch solche Rasenmäher, haben ihren Reiz natürlich genau deswegen, dass sie selbstständig ihre Arbeit erledigen. Und wir haben dann nur noch eine Grundüberwachungspflicht für solche Geräte. Grundüberwachungspflicht bedeutet, dass Wohnungs- und Gartentüren geschlossen sein müssen, wenn solche Geräte im Einsatz sind. Autonome Systeme können aber noch mehr. Die künstliche Intelligenz lernt, im Internet zumindest in kleinerem Umfang Streit zu schlichten. Wir sehen ja jetzt schon verschiedenste Plattformen, die Ansprüche abwickeln, und sicherlich wird es auf freiwilliger Basis für Verbraucher auch weitergehende Möglichkeiten geben, ihren jeweiligen Konflikt zu schlichten, bevor sie dann zu einem Richter kommen, um ihren Fall dort vorzutragen. Auch wenn künstliche Intelligenz geeignet sein mag, Zwist von Verbrauchern mit Händlern oder Dienstleistern zu schlichten, vor Gericht wird man es weiterhin mit Menschen zu tun haben. Autonome Systeme können heutzutage schon viel und können auch in vielfältige Informationen verknüpfen und können auch zum Teil die juristische Arbeit unterstützen, beispielsweise bei der Erstellung von Vertragsentwürfen. Aber dass sie bereits so gut wie ein Richter oder eine Richterin Fälle lösen können, so weit sind wir noch nicht. Und so wird die natürliche Intelligenz die Rechtswissenschaft auch in Zukunft dominieren.